ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel für die kommende Woche. Und weil wir am Montag einen Vollmond haben, vor allen Dingen aber am Dienstagnacht um 0.34 Uhr die Sommersonnenwende offiziell stattfindet, wollte ich mal wieder ein Portal-Orakel machen zur Sommersonnenwende. Was ist der Einfluss der Sommersonnenwende auf unser Leben, auf unser Liebesleben? Und darum geht es in diesem Orakel. Und wie jedes Mal habe ich hier etwas angelegt an den Seiten. Ihr könnt hier an den rechts und links, das sind gelegte Karten von mir, die habe ich vorher so arrangiert, weil die nochmal die, die astrologische Situation widerspiegeln und zeigen, was ist zur Zeit der Sommersonnenwende, also wohlgemerkt zum Sommersonnenwende, nicht direkt zum Vollmond, der ist da natürlich noch im Auslauf, aber vor allen Dingen zur Sommersonnenwende los, astrologisch an unserem Himmel, bevor wir uns dann hier oben auf der Ebene den kosmischen Einfluss und auch den irdischen Einfluss auf unser Leben anschauen, einmal auf die kommende Woche und einmal auch auf die Liebe natürlich. Ja, und was man sagen kann, ist, dass zur Sommersonnenwende in der nächsten Woche die Sonne, wir haben ja einen Vollmond, also gibt es eine Opposition zwischen Sonne und Mond, und die Sonne steht in den Zwillingen und eigentlich genau an der Schwelle zwischen Zwillinge und Krebs, also es ist nicht eindeutig zuordbar, ich hätte vielleicht nochmal gucken müssen, ich habe jetzt nicht auf die genauen Positionen geguckt. Sie steht in den Zwillingen, gerade nochmal gecheckt, aber sie geht schon fast über zum Krebs. Das heißt, das Thema, was wir haben, ist zum einen, dass es um Beziehungen geht. Es geht vor allen Dingen um die Familie, unser Zuhause, mit welchen Menschen fühlen wir uns wohl, zu welchen Gruppen fühlen wir uns zugehörig. Das wird nochmal beleuchtet. Vor allen Dingen auch die Beziehungen, wo es um Liebe geht, weil wir auch gleichzeitig eine Konjunktion Sonne-Venus haben, eine Verbindung im Krebs. Das heißt, es geht auch um die Liebesbeziehung. Ja? Wer liegt mir am Herzen? Wem liege ich am Herzen? Umgekehrt. Ja? Und wir haben als Kontrast dazu den Mond im Steinbock. Und der Steinbock ist ein Einzelgänger, ist jemand, der sehr karg leben kann, der gar nicht viel braucht in seinem Leben. Und der Mond, der eigentlich genährt werden will, der Mond ist eigentlich die Verbindung zum Krebs. Der will genährt werden, der liebt die Familie, der liebt das Fürsorgliche, die Fürsorge auch empfangen, ist ein sehr empfangendes Zeichen, natürlich auch das Unterbewusstsein, das weibliche Element ganz stark. Und das hat natürlich, im Steinbock ist es sehr schlecht positioniert, ist ungefähr die schlechteste Position, die man bekommen kann für den Mond. Das heißt, wir haben hier eine ziemliche Diskrepanz zwischen Bedürfnissen, ja, Bedürfnissen nach einer Gruppe, einer Familie, einer Zugehörigkeit, einem Zuhause, wo wir geliebt werden, wo wir in Liebe schwelgen können und einer Realität, die vielleicht härter ist, als wir es uns gewünscht haben oder als wir es brauchen auch. Vielleicht brauchen wir aber auch das Alleinsein, um uns klar zu werden, wo wir hingehören. Vielleicht, das muss auch nicht mal negativ sein, das kann auch sein, dass auch der Rückzug, die Ruhe und das Reduzieren auf das Wesentliche an Kontakten, vielleicht auch an Zugehörigkeiten zu Gruppen, für uns auch wichtig und bereinigend sein kann. Also das ist eben auszubalancieren. Man muss mal eine Balance herstellen zwischen diesen beiden Dingen, die da beleuchtet werden. Und die Frage ist eben für jeden da draußen, wo gehöre ich hin auf diese Achse, alleine und in großen Gruppen oder in Familien unterwegs zu sein? Wo gehöre ich dahin? Wie viel davon brauche ich? Tut mir gut? Und wo tue ich auch anderen Menschen gut? Oder ist es einfach auch gut, einen Rückzieher mal zu machen und mal bei sich zu sein? Und das Ganze verkompliziert sich noch dadurch, dass wir einen herausfordernden Aspekt haben zu Neptun im ersten Haus in Fische und zu Jupiter im siebten Haus in Jungfrau. Und das bedeutet, dass wir einen zusätzlichen Konflikt haben. Nochmal im ersten Haus ist auch das Haus des Selbst, ja, wo ich auf mich gestellt bin, wo es erstmal darum geht, wer bin ich. Ja? Und wenn da der Neptun in den Fischen ist, dann bedeutet das, dass ich ja dass ein Mensch vielleicht oft absorbiert ist, auch von seinem spirituellen Prozess. Ja, jetzt mal auf die spirituelle Society, die spirituelle Gesellschaft runtergebrochen, ja. Wir sind im Moment alle in spirituellen Prozessen, wir sind sehr vertieft darin, oft absorbiert uns das auch, ja, oder das ist uns wichtig, da ist eine Betonung, aber das gegenüberliegende Haus, wo der Jupiter ist, bildet die Herausforderung in den Beziehungen. Wir wünschen uns aber auch Glück in Beziehungen. Und für viele ist es auch schwer, das zusammenzubekommen. Sicher nicht für alle, aber für einige ist es gar nicht so einfach, diesen Spagat hinzubekommen zwischen eigenen Prozessen, den eigenen Entwicklungen, die stattfinden. Entwicklung kann auch immer heißen Veränderung. Veränderung kann immer heißen, das, was mal stimmig war, ist nicht mehr stimmig. Man entwickelt sich raus aus Dingen. Das muss für andere, das können Liebesbeziehungen sein, es können aber auch Beziehungen mit anderen Menschen einfach sein, auch am Arbeitsplatz oder in unserem Umfeld.
die das vielleicht nicht immer nachvollziehen können. Ja, die eher rational sind. Ne? Wir haben hier die Jungfrau, Jupiter in der Jungfrau, denkt nach über die Dinge. Ja, Jupiter in der Jungfrau macht sich Gedanken, wie es gehen kann. Will so effektiv wie möglich arbeiten, ja. Und so schonend mit Ressourcen umgehen wie nur was. Also das ist Nachdenken, das ist kein Fließen lassen und alles kommt und alles geht und alles ist schon im Fluss und es ist genug für alle da, sondern es ist, hoffentlich reicht es für alle. Ja? Also das sind so völlig gegensätzliche Dinge, die hier stattfinden. Ich würde hier fast sagen Intuition versus Ratio in Beziehungen. Also das ist eine Herausforderung gerade, was oder wem sollen wir eigentlich folgen? Kann ich meiner Intuition vertrauen? Ja, auch der Mond hat eine Intuition, nochmal eine andere Art von Intuition, wie dieser spirituelle Neptun. Ja, aber kann ich dieser Intuition vertrauen? Finde ich den richtigen Weg? Finde ich das richtige Umfeld? Finde ich vielleicht auch den richtigen Partner? Und das ist, da sind wir gerade in einer Übergangsphase. Da sind wir echt an einem Umbruch. Am Montag, Dienstag wird sich das also spürbar sein und dann natürlich in den Wochen darauf sich zeigen. Und da müssen wir einfach mal schauen. Wir gucken jetzt mal, was an kosmischen Energien zu diesem Thema runterkommt. Und die erste Karte, die hier kommt, bedeutet Verwandlung der Dualität. Und da haben wir auch schon das schöne Wort Veränderung, wie ich schon sagte. Also das passt ein bisschen, weil wir hier auch Dualitäten haben. Ja, ich sprach eben gerade vom Steinbock und dem Krebs, Familie versus Alleinsein oder Gruppenzugehörigkeit versus Alleinsein. Dann hatten wir hier das Thema Ich und Beziehung. Ja, Ratio versus Intuition oder spirituelle Eingebungen. Also wir merken, dass das alles uns auch überfordert, diese Gegensätzlichkeiten. Und die Engel sagen hier, ich spüre eine Veränderung in meinem Bewusstsein. Es gelangt zu einer höheren Seinsstufe. Also was passiert ist, dass wir uns wirklich massiv weiterentwickeln, dass mit dem Sommersonnenwende, wo ja die dritte Aufstiegswelle stattfinden wird, nochmal Menschen in sehr, sehr viel höheres Bewusstsein kommen. Ich muss selber sagen, dass seit einem halben Jahr das für mich sehr stimmig ist. Ich das auch merke, dass sich da was tut. Heißt nicht, dass ich ein komplett anderer Mensch bin, aber in mir drin ist ganz vieles anders. Das muss von außen nicht unbedingt für jeden wahrnehmbar sein, aber in mir drin haben sich Dinge verändert. Das heißt, es geht wirklich darum, wer sind wir, was wollen wir? Und ja, auch zu schauen, ich glaube, dass wir auch gerade ein Stück weit immer mehr aus der Dualität der 3D-Welt rausgehen. Die dritte Aufstiegswelle heißt, wir werden nochmal eine Reihe von Menschen werden verankert in der fünfdimensionalen Realität. Und das heißt, wir verlassen immer mehr diese 3D-Welt. Und was noch hinzukommt, ist der Hinweis auf Zeit und Raum. Das hat mich besonders berührt, weil ich witzigerweise vorgestern noch ein Channeling gelesen habe, wo es auch um diese Zeitlinien geht. Und ich habe jetzt schon zweimal das Phänomen gehabt, dass ich einen Zeitliniensprung machen konnte. Und wir kennen ja in 3D, kennen wir eine lineare Zeit. Das heißt, es gab ein Gestern, es gibt ein Heute und es gibt ein Morgen. So kennen wir das, eine Vergangenheit. Und alles ist zurückverfolgbar oder weitgehend zurückverfolgbar. Und in 5D gibt es eigentlich diese Zeit, lineare Zeit nicht mehr. Das heißt, auch das verändert sich jetzt. Mein Bewusstsein beginnt, Zeit und Raum zu überwinden. Also wir werden merken, dass wir auch Sprünge machen können, dass wir zu bestimmten Knotenpunkten unsere Realität auch wechseln können oder verändern können durch unser Denken und unser Wünschen, wo wir sein wollen. Also wir können eine Zeitlinie wechseln und dann verändern sich auch Ereignisse, die vielleicht vorher auf einer anderen Zeitlinie geplant waren. Die verändern sich dann. Ja, also das sind auch so Dinge, die jetzt kommen. Ich weiß, das ist nicht einfach zu verstehen. Es ist halt eine sehr schwer zu greifende Sache. Wenn man das selber noch nicht so erfahren hat, denkt man, was ist das für ein Gequatsche? Ja, aber was wird da erzählt? Ich würde es auch nicht verstehen, bin ich vollkommen bei euch. Also wenn mir das jemand erzählen würde, ich auch sagen, ja, kann sein, weiß ich nicht. Wartet drauf ab, ihr werdet diese Dinge auch spüren. Das wird irgendwann kommen, wenn ihr soweit seid. Und dann werdet ihr auch verstehen, warum es da solche Möglichkeiten gibt, in der Zeit zu springen und wirklich einen anderen Verlauf für euer Leben auch zu wählen an bestimmten Knotenpunkten. Und das fand ich sehr stimmig für das, wie ich das erfahren habe. Weil ich kann jetzt auch nicht jeden Tag fünfmal am Tag meine Meinung ändern und sagen, ach nee, ich will doch meine Zukunft so haben. Sondern es geht zu bestimmten Zeitfenstern. Da haben wir den Kreuzungspunkt, ja, genau das. Also tatsächlich kommen wir vielleicht eben am Montag, Dienstag, vor allen Dingen am Dienstag an diesen Kreuzungspunkt zur Sommersonnenwende, wo wir springen können, wo wir unsere Realität verändern können, wo wir sagen können, ich möchte, dass meine Zukunft so und so verläuft. Also wenn ihr das klar zu euch sagt und sagt, ich wünsche mir eigentlich für meine Zukunft, dass es so und so verläuft, dann könnt ihr das ganz stark wünschen, vom Herzen fühlen und dann kann es sein, dass ihr einen Zeitsprung macht und sich alles verändert. Das solltet ihr mal ausprobieren. Und es geht eben mehr um das Miteinander, es geht eben mehr gemeinsam, Männlein und Weiblein, hier in Harmonie zu kommen,
Ja, es, ihr seht, dass hier die Merkaba ganz klar dargestellt ist, das männliche und weibliche immer wieder in Balance, in uns selbst, aber auch mit anderen und dass es auch um den Aufstieg geht. Das heißt, ja, Thema Merkaba, Aufstieg, Vorbereitung zum Aufstieg wird jetzt nochmal absolut zunehmen. Ja, und vielleicht wechseln wir wirklich die Zeitlinie, sodass wir eigentlich mit den 3D-Ereignissen vielleicht, auch ich kann es nur annehmen, wir müssen sehen, was dann kommt, vielleicht mit den 3D-Ereignissen es so für uns nicht weitergeht, sondern wir sagen, okay, es gibt Menschen, die in 3D einfach weitermachen mit dem alten Hologramm, wo es Kriege gibt, wo es Auseinandersetzungen gibt, wo es Armut gibt, wo es Krankheit gibt. Und es gibt welche, die steigen jetzt auf mit dieser Welle auch nochmal erneut. Und wahrscheinlich auch die aus den vorigen Wellen kriegen dann natürlich auch nochmal Schübe, sodass wir in 5D können, wo es diese Dinge nicht mehr gibt, weil wir ja aus der Dualität rausgehen. Also auch für mich schwer vorzustellen, nicht, dass ich hier jeden Tag sitze und denke, ist ja alles ganz easy und klar. Es wird so gesagt, wir müssen schauen, wie es sich für uns anfühlt, ob wir das auch spüren können dann in unserer Erlebniswelt. Da bin ich auch mit euch gespannt. Ja, dann haben wir hier unten Mutter Erde. Was sagen die Krafttiere zu dieser Energie, die kommt? Sie sagen, die machen Luftsprünge wie der Lachs und sagen, es verjüngt sich was. Also das heißt auch für mich, dass in der DNA, auf DNA-Ebene nochmal was passiert. Ich habe eine Info bekommen, dass nach dem Sommersonnenwende meine DNA-Stränge sich auf 12 Stränge erhöht haben, sodass also durchaus Verjüngungsprozesse gar nicht mal ein Witz sind, sondern wirklich stattfinden können und der Körper einfach jünger wird und oder nicht mehr so schnell altert, wie auch immer. Wir werden sehen, wie sich das alles auswirkt. Dann kommt der Schmetterling, ganz berühmter Vogel, wollte ich schon sagen, ganz berühmtes Wesen hier in der spirituellen Welt, was immer für Metamorphose, Transformation steht. Und wenn der Schmetterling kommt und nicht die Raupe im Kokon, dann heißt das, dass wir ganz viel von unserem Weg geschafft haben, dass wir uns ganz schön entwickelt haben in diesem Dampfdruckkessel oder Kokon, in dem wir da viele Jahre gesessen haben. Also es kommt jetzt etwas zum Vorschein, was wir sehen können. Wir werden anfangen, unsere Flügel jetzt zu entfalten und loszufliegen von Blüte zu Blüte. Also es kommt jetzt wirklich was in Gang, wo wir unser Innerstes entfalten können, so wie wir uns das vorstellen. Dann wollen uns die Nymphen sagen, von den Naturwesen, fröhlich sanfte Nymphenklänge beleben Flüsse, Quellen, Teiche, Töchter der mächtigen Wasserreiche, lieben das frohe, freie, leichte. Öffne deinen siebten Sinn, es ist mehr im Leben drin. Und mich hat vor allen Dingen der letzte Satz hier hat mich angesprochen, öffne deinen siebten Sinn, es ist mehr im Leben drin. Ich glaube, dass wir um die Sommersonnenwende erwarten können, dass nochmal deutlich mehr Menschen erwachen. Ich glaube, dass nochmal eine richtig große Welle an Menschen kommt, die anfangen wird, Fragen zu stellen, die anfangen wird, ihren spirituellen Weg zu suchen, die nach Sinn suchen wird, die nach Hilfe suchen wird, nach Unterstützung, nach Gleichgesinnten genauso. Also die siebten Sinne erwachen vielleicht jetzt auch bei den Menschen. Die Menschen werden aufmerksam, dass es noch was anderes geben muss als nur Konsum, Dasein, Arbeiten, keine Ahnung, ja, sondern oder diese rein physisch-materielle Welt, sondern dass es einen höheren Sinn für das Leben gibt. Und danach werden sie auch suchen. Ja? Das heißt, da wird ganz viel passieren. Und hier auch die Vulkanwesen, die kommen, sagen, es kommt eine befreite Antriebskraft. Ich lese das mal vor, ist, glaube ich, hier auf der Karte für euch nicht gut zu sehen. Revolution ruft es in deinem Sein. Vulkani tanzen in deinem Heim. Sie wollen jetzt Energie befreien. Es reicht, es langt, es ist genug. Wir wollen nicht weiter den Selbstbetrug. Es ist egal, was andere denken. Sie wollen die Kraft von innen lenken. Ja, sehr, sehr schöne Karte, auch hier in Verbindung mit der Botschaft, dass Menschen jetzt erwachen werden. Revolution ist das Thema hier. Wir kriegen ja mit, dass in vielen Ländern der Erde Menschen auf die Barrikaden gehen, dass viel protestiert wird. Ob das Frankreich ist, wo allerdings in den Nachrichten ganz wenig davon erwähnt wird, da gehen Menschen massiv auf die Straße, weil sie benachteiligt werden, und zwar in absolut breiter Menge. Und davon wird ganz wenig in den normalen Medien berichtet. Man muss schon ein bisschen woanders suchen, um Infos zu bekommen, was da wirklich passiert. Das aber, ob das Brasilien ist, wo gerade eine Präsidentin geputscht wurde, gehen die Menschen auf die Straße, die sie mit 60% gewählt haben, und es ist jemand im Amt, der nur 2% der Stimmen bekommen hat. Also es ist sehr viel im Gange, und das hat eben auch mit dieser Vulkanwasserenergie zu tun. Da kocht jetzt was hoch, und die Menschen können und wollen ihre Augen nicht mehr zubehalten. Die werden jetzt anfangen, sich aufzulehnen und für ihre Interessen, die Interessen ihres Herzens einzutreten, ja, und nicht die Interessen des Geldbeutels. Das ist ganz wichtig. Ja, schauen wir uns die Woche an. Was können die Engel uns für die kommende Woche sagen? Ich habe extra wieder diese etwas mehr 5D-Karten genommen, um zu sehen, was ist erstmal so der Einfluss für die nächste Woche. Und das Erste, was kommt, passt auch hier unten zu dieser Karte, zu diesem
Revolution, wir wollen nicht mehr, hört auf mit dem Selbstbetrug. Das Thema Wahrheit, es kommt etwas ans Licht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber allein in der letzten Woche und davor der Woche sind so viele Dinge ans Licht gekommen. Es gibt WikiLeaks, die irgendwelche Informationen raushauen. Es gibt unwahrscheinlich viele Plattformen, die aufdecken, was wirklich in Orlando passiert ist bei diesen Attentaten, wer da wirklich hintersteckt. Also es kommt jetzt ganz, ganz viel ans Licht. Und das ist auch stressig, sich das anzugucken. Aber deshalb ist es wichtig, dass ihr nicht mit einem 3D-Blick drauf guckt und in die Angst geht und sagt, oh Gott, ist ja alles schlimm. Das ist es auch. Aber ihr müsst aus einer größeren Distanz drauf schauen und sagen, da wird jetzt was aufgedeckt. Da kommt jetzt was ans Licht, weil das ja eigentlich sehr augenscheinlich ist, dass da Sachen nicht stimmen, wie manche Menschen sich benehmen. Und ja, da kommen jetzt Wahrheiten ans Licht, wie gesagt. Und das hat damit zu tun, dass wir uns immer mehr als Planet, als Kollektiv, als Menschheit in Richtung des Lichtes bewegen. Ja, und zwar werden wir kontinuierlich angehoben. Es passieren eben keine absoluten Hauruck-Sachen, sondern wir werden seit Jahren kontinuierlich jeden Tag, jede Stunde ein ganz kleines Stückchen mehr in der Energie angehoben. Denn unser Körper muss das ja schaffen. Er muss ja mitkommen. Und das ist natürlich mit der dichten Materie etwas schwierig. Er muss transformiert werden in kristalline Materie oder kristallines Licht. Deshalb dauert das so lange. Ja, das geht halt nur langsam. Aber wir werden, so die Engel, einen inneren Frieden spüren. Wir werden jetzt immer mehr, wenn wir jenseits dieser Schranke sind, jenseits der Sommersonnenwende, und ich kann das für mich bestätigen, weil mein Termin für die zweite Welle war ja der Equinox am 20. oder 21. März diesen Jahres, und das war ein sehr sanfter Übergang. Und seitdem fühle ich mich eigentlich sehr in der Mitte. Also dieser innere Frieden, dann kam hier noch Harmonie, innere Harmonie, dieses Ausstrahlen von Harmonie auch nach außen, aber eben durch die Ruhe und Zentrierung im Innen, das ist das, was jetzt kommen kann, wo wir uns hinentwickeln, was wir jetzt diesen Energien auch verdanken und unserer eigenen Aufräumarbeit, unserer kontinuierlichen spirituellen Arbeit und Verbesserung unserer eigenen Energiesituation, das kommt jetzt alles zum Fruchten. Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann schauen wir uns an, was heißt das für Beziehungen. Ich habe eben schon eingangs gesagt, bei Beziehungen ist auch ein gewisser Spannungsaspekt, ja, einfach wie wir leben wollen, mit wem wollen wir zusammen sein. Was sagt unsere Intuition, was sagt unser Verstand zu dem Thema Beziehungen und Liebesbeziehungen? Und die Engel sagen, wir sind ja umgeben von ganz vielen Seelengefährten. Es gibt ja auch nicht nur einen Seelengefährten, der optimale oder die optimale für uns ist, sondern es gibt viele Seelengefährten. Und die Hauptaufgabe der Seelengefährten ist, uns zu helfen, zu wachsen, Dinge neu zu erkennen, an uns zu arbeiten. Dabei helfen sie uns. Und manchmal sind eben, das meinen hier die Engel, einige dieser Seelengefährten auch Menschen aus früheren Leben oder Seelen aus früheren Leben, die wir kennen. Das kann dann gut sein, das kann auch anstrengend sein, weil einfach Karma aufzulösen ist. Und sie sagen, ja, es gab jetzt ganz viele natürlich in der letzten Zeit, wo wir ja karmische Themen, frühere Leben uns sehr mit beschäftigen mussten. Also bin da auch bei euch, das ist auch zäher Brei, aber ich merke, dass es immer besser wird, dass es immer weniger karmische Themen werden, immer weniger dicht und immer weniger dramatisch. Und das entschleunigt sich jetzt auch, ja, und die Engel sagen auch, wir können uns jetzt immer mehr befreien von diesen Altlasten, also das wird immer weniger eine Rolle spielen, wir entwickeln uns mehr und mehr aus diesen Past Life, aus diesen früheren Leben-Themen, diesen dunkleren Themen, negativen Themen raus, können uns immer mehr befreien davon. Das heißt aber auch, dass wir auch schauen müssen, passen Menschen aus unserem Umfeld noch zu uns? Und das heißt nicht, denen eine klare Absage zu erteilen. Es geht gar nicht darum, dass man mit solchen Menschen nicht befreundet bleiben kann. Aber einfach diese ganzen Verbindungen oder diese, wie soll ich sagen, ich würde es mal Bindungen nennen, weil wir haben ja hier Befreien. Ja? Also wir befreien uns von Bindungen, die vielleicht schwer für uns waren, die vielleicht nicht mehr stimmig sind. Also da wird ganz viel abgelegt von dem, was nicht stimmig ist. Und was dann kommt, ist das, was natürlich auch Raum schafft, um Stimmigeres anzuziehen. Ja? Und die Engel sagen auch, das, was ihr anziehen könnt, ist das Wichtige, worauf ihr euch konzentrieren solltet. Also nutzt auch diesen Sommersonnenwende, nach vorne zu schauen und zu sagen, es kommt etwas Neues, es kommt etwas Besseres. Das passt im Übrigen auch perfekt hier zu diesem Zeitsprung, ja? Diesen Wechsel der Zeitlinie. Jemand, der seine Zeitlinie wechselt, kann auch wirklich sagen, ich möchte mich aus alten Themen rausbewegen, die nicht mehr stimmig für mich sind. Und das Neue ist das, was ich möchte, und zwar, und das dann auch zu benennen, was ihr euch wünscht, damit auch in Liebesbeziehungen etwas Neues kommen kann. Auch das ist möglich. Ich habe das im Januar, ist mir das passiert. Ich wusste nicht, dass das geht. Und im Januar ist mir das passiert, dass ich da etwas ausgesprochen habe und dann die Zeitlinie gewechselt habe. Das fand ich Hammer.
Mir ist das mit einem komplett anderen Thema vor anderthalb Monaten nochmal passiert. Daher weiß ich, dass es auch bestimmte Knotenpunkte gibt, wo das geht und dass das nicht immer geht. Und die Engel weisen uns darauf hin, es gibt jetzt einen Knotenpunkt an der Sommersonnenwende. Also manifestiert das, was ihr auch haben wollt. Überlegt euch, wollt ihr den Kurs weiterfahren? Ist der stimmig? Dann ist es gut. Fühlt er sich nicht stimmig an, werdet euch klar, was ihr wollt. Ja, wie ihr das wollt, wo es hingehen soll. Ihr definiert das. Ja, also echt interessantes Reading, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was wir da alle erleben werden, wie es uns ergehen wird. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine gute Zeit haben werdet in den nächsten Wochen. Natürlich, die Auswirkungen werden ein bisschen länger sein, besonders aber in der nächsten Woche. Bin gespannt, was ihr berichtet von eurer Seite. Schick euch allen da draußen Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage